Heute Abend ist der zweite Abend, wo wir hier sind. Heute haben wir ein bisschen gechillt, Sport gemacht. So sehe ich in Wahrheit aus, wie ein Pudel. Mein Bruder Marjo hat jetzt gesagt, okay, jetzt fängst du auch mal an mit Training, mit gesunde Ernährung und so weiter, mit Puffbesuche. Denn das macht einen richtigen Banger aus. Wir kennen uns seit Beginn von unseren Karrieren. Wir haben aber immer mehr so abgehangen, ne? Jetzt zum ersten Mal machen wir richtig Musik zusammen. Dass wir noch zusammen noch so zusammen leben. Das ist auf jeden Fall nicht das Schmerz. Bruder, aber ich mach das mit Herz, mit Liebe. Ich werde gleich jede Zwiebel schmecken, die du geschmeckt hast. Komm, erzähl mal, wie das Kollabo entstanden ist. Wie sind wir dazu gekommen, dass wir eigentlich ganz einfach. Wir sind aus unserer Generation. Boah, ich muss weinen. Ich höre dich auch, Bruder. Weil mich das jetzt mitnimmt, was ich sagen will. Und ich sag euch eine Sache, ja. Wer sich dieses Album nicht kauft, ist definitiv ein. Ist die Träne mit drauf? Wer sich dieses Album nicht kauft, der braucht nie wieder im Leben mit mir zu reden oder nach einem Foto zu fragen, wenn er uns draußen ist. Also kauft euch das Album. Der wahre Grund, warum wir selber kochen, ist, wir haben kein Geld mehr. Wir haben kein Geld mehr, um draußen essen zu gehen. Guck mal, Kurt, du weinst schon deswegen. Ich hab auch geweint. Weißt du, wann ich das letzte Mal so geweint hab? Als ich deutschen Pass bekommen hab. Ich hab mich so gefreut, genau so hab ich geweint, Alter. Wir haben 14 Uhr morgens, gehen jetzt frühstücken. Gestern war eine lange Nacht. Wir haben gestern auf jeden Fall richtig abgerissen. Wir haben einen heftigen Song aufgenommen. Newcomer sind Frischfleisch. Wir versuchen irgendwie gerade alles andere zu machen als Musik. Wir haben mehr Spaß außerhalb des Studios. Dafür sitzen wir immer 6 Stunden. Wir sind so Abendschreiber. Wir müssen auch ein bisschen unseren Kopf freikriegen. Ja, ne? Wir haben beide gerade ein Album geschrieben, komplett. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte nur an Schreibarbeit. So, wenn du ein Album schreibst, dann hast du ja keine Einschränkung, ne? Das Ding ist, wir beide müssen auf einen Nenner kommen. Genau. Ich glaube, wenn man so ein bisschen mehr miteinander arbeitet, dann kriegt man das raus. Ja, Mann. Also, davor waren wir immer so ein bisschen mehr Freunde. Genau. Als geschäftlich so oder als Musik. Vielleicht mehr so normale Freunde, ja. Nicht musikalisch. Obwohl wir musikalisch auch schon abgerissen haben. Ja, Mann. Also auf Albumlänge, das ist schon geil. Das ist schon krass. Alter. Mir macht das richtig Spaß, Alter. Es ist auch wieder anders, es ist nicht immer wieder dasselbe so. Das ist nicht dieses übliche, boah, ich geh jetzt ins Studio. Weißt du, ich meine, das ist wieder anders, wieder neu, neue Motivation. Keine Verhandlungen, die wollen FIFA spielen, aber die wollen was setzen. Ich bin bereit dafür, wenn du gewinnst gegen mich, du darfst dir Boxen aussuchen in Wert von netto pro Box 400 Euro. Netto. Du hast 2001 200 Euro für den Scheiß gezahlt. Bruder, okay, 2005. Bruder, wir sind gerade 12 Jahre. Autos können langsam fliegen, Bruder. Ich schwöre. Haben 200 Euro gekostet. Jedes Jahr nimmt pro Box 100 pro 50 Euro ab, oder? Es das kommt ja bessere, neuere. Ich drauf jetzt einen Moment. Das ist das so sicher. Komm wieder das Schild, Alter. Ja, das ist Kundo, Bruder. Guck mal, wie sicher er da sitzt, Bruder. Und er spielt nicht mal. Bayern. Bruder, nimm von mir aus Bayern und Dortmund zusammen. Wenn Kurdo gewinnt, haben wir wieder ein Beat umsonst. Das ist natürlich wieder was Gutes für uns. Das können wir dann anderweitig verwerten. Nervös. Ich bin noch ganz frisch. Ja, ja, ganz frisch. Da schwitzt aber schon ganz schön der Joystick. So, hier, guck mal, Leute, hier. Überall liegt Schweiß. Der Beat geht auf den Nacken, Leute. Der Beat geht auf den Nacken. Hallo, wir müssen hier dringend rein. Morgen. Wo hast du überhaupt das letzte Mal was gezahlt? Oder Kurdo ist auf jeden Fall gerade wie Bayern München in dieser Kategorie, in dieser Disziplin. Ich nicht das letzte Mal, was ich gezahlt habe, das war in Heidelberg. Wo? Irgendwo. Als du getankt hast, ich schwöre, dass ich hier, bevor ich gekommen bin. Seit 3 Monaten haben wir alles zusammen. Der Tee wird zusammen. Kurdo Majo, Kurdo Majo, Kurdo Majo.
wir sind jetzt umzingelt. So sieht das aus, wenn wir beide zusammen rausgehen. Wenn ihr denkt, wir haben ein sorgenfreies Leben. Tschüss, einfach. Wir können nicht mehr frühstücken. Du Magier. Hey Bruder. Bruder, ich mach das schon. Okay. Guck immer, dass dein Konto im Haben bleibt, nicht in Soll. Zeig mal die Scheine. Nein. Nein, zeig mal. Bitte, ich will was zeigen. Da ist schon Staub dran. Die kommen gleich. Scheiße, was sollen wir machen? Hey Bruder. Das ist gleich durchgehen. Weißt du, wie wir reingehen? So, Tür geht auf. Bruder! Boah, Gott, wie kann Arme nachkommen, was? Alter! Ja. Pablo Escobar, ja, sag mal. Der Wagen, ja. Geht auf Auto drauf. Ey. Wie Kurdistan? Wir wissen ja auch, wie so ein Klavier, Piano-Klavier funktioniert. Manche wissen, wie so eine Trompete, so ein Blasinstrument funktioniert.